Ja, herzlich willkommen zu Transport Fever Beta. Sie ist endlich draußen seit zwei Tage ist sie schon draußen. Ich wollte eigentlich dazu schon ein Video machen, bloß hatte ich kleine Probleme mit Steam. Und zwar, ich habe mir das Spiel vorbestellt und danach habe ich den Steam Key bekommen für die Beta-Version und ich konnte die nicht auf meinem Account aktivieren, weil dort dann stand. Ich mache mal kurz die Musik ein bisschen leiser. Genau. Ist auch gleich viel besser, wenn es nicht so laut ist. genau. Und ja, da habe ich mir einen neuen Steam-Account gemacht und dort habe ich den Link hinzugefügt und da hat alle funktioniert. Weil, warum auch immer. Ich habe keine Ahnung. Aber jetzt bin ich drin und ich hatte gerade eben schon ein kleines Problemchen mit DxOS. Sorry, ich habe gedacht, das Spiel stürzt wegen der Aufnahme ab, aber es stürzt wegen DxOS ab. Die ist ja nicht kompatibel, die zwei, deswegen muss ich dann gleich mal ins Spiel reingehen und DxOS ausmachen und dann wieder anmachen im Spiel. Ich hoffe, das geht dann soweit. Testgehend. Und man sieht auch hier schon einen riesigen Unterschied zum Vorgänger Transport, Train Fever. Und zwar, davor waren ja diese Button links und ich schaue gerade mal, hier müssten ja eigentlich... Ah, okay, das sind die ganzen Trophäen, da kommt man in sie. Mitwirken. Das finde ich schade. Das finde ich wirklich schade, denn das sieht man fast gar nicht, wenn man nicht genauer hinschaut. Das war auch schon im ersten Teil so. Ich finde wirklich schade, dass sie den kleinen Button Mitwirkende, die halt daran gearbeitet haben, nicht auch hierhin gemacht haben oder irgendwo ganz groß, weil das gehört halt auch zum Spiel, die... Ja, die Leute, die es halt entwickelt haben. Das finde ich halt schade, dass es da unten so ist. Aber vielleicht machen die es ja noch oben hin. Genau. In Einstellungen hat sich alles verändert. Ich habe da einfach mal alles auf hoch gestellt und so weiter. Freies Spiel. Mache ich einfach mal. Ich mache mal irgendein zufälliges Ding. Genau. Und dann sehen wir uns gleich wieder im Spiel. Ich hoffe, es stürzt nicht ab. Ja, da bin ich auch schon im Spiel und eine Sache möchte ich noch loswerden. Das Spiel kommt am 8. November raus, kostet aktuell, also für die Leute, die halt auch Train Fever gekauft haben, denn die kriegen nochmals 15% Rabatt darauf. Das kostet, glaube ich, aktuell 30 Euro auf Steam. Link ist in der Videobeschreibung. Und für die, die halt auch noch Train Fever gekauft haben, kriegen 15% und normal sind es auch noch 10% Rabatt. Heißt, die kriegen halt 25% Rabatt. So, und man hört auch schon die Musik, die ist schön. Ich mache die aber noch einen ganz kleinen Ticken leiser. So, und ich finde irgendwie, also es hat was, die Grafik hat sich deutlich. Die Grafik hat sich, das Ruckeln jetzt eher nicht so, aber man sieht, die Grafik hat sich deutlich verbessert. Das finde ich extrem gut, weil es muss ja auch sein. Nach 2 Jahren. Und ich merke gerade, das Spiel stürzt sich ab. Da bin ich aber fröhlich. Und ich freue mich schon so extrem drauf. Ich gehe mal kurz an die Leute ran, wie die laufen. Boah, ich freue mich so auf das Spiel. Ich freue mich so extrem aufs Spiel. Ich hoffe, dass ich es nicht verkacke, weil... So, wo sind jetzt die Bahnhöfe? Ah, hier sind die Bahnhöfe. Kann ich auch irgendwie so drehen? Genau, drehen kann ich auch wieder. Ich freue mich so auf das Spiel. Ich habe nämlich jetzt ewig drauf gewartet. Und ich teste einfach mal ein bisschen. Ich wollte, also meine Idee war, dass ich es eigentlich schon... rausbringen. Was? Ah, Errungenschaft freigeschaltet. Ja, meine Idee war, dass heute eigentlich die erste Folge kommen sollte, aber da diese Probleme aufgetreten waren, ich habe nicht gewusst, was das für Probleme sind, deswegen konnte ich leider nicht vorproduzieren. Deswegen nehme ich erst heute die erste Folge auf. Und also ich finde, die Sounds haben sich auch alles hat sich ja verändert. Man kann jetzt, glaube ich, auch den Bahnhof aufrüsten, genau, da kann man jetzt den zum Beispiel länger machen oder beide Richtungen, also das hier Straße ist eine Donnerstraße, finde ich praktisch, da muss man den Bahnhof nicht mehr abreißen. Das hier ist, glaube ich,
auch neu. Der Brellbock am ich weiß gar nicht, der Brellbock am Ende ist vielleicht neu. Darauf habe ich jetzt noch gar nicht geachtet, aber ich bin wirklich mal gespannt, was das Spiel so zu bieten hat. Weil ich habe schon gehört, man kann jetzt so durchbauen, was man ja vorher nicht konnte. Das kann man wunderbar bauen. Und ich hatte auch immer Probleme in Train Fever damit, dass ich... Also ich habe halt immer versucht, so ein Städtchen aufzubauen, also eine schöne Transportlinie. Das hier finde ich auch geil, dass sich gleich so verbindet. Hat man auch gut gemacht. Und ich habe es einmal geschafft, aber dann auch nicht so richtig. Weil immer, wenn ich dann einen ganz, ganz kleinen Fehler gebaut habe, war das ganze Spiel kaputt. Also ich konnte es dann... Was brauche ich denn hier? Ja, kann man mal machen. Ja, und dann kann ich es nicht mehr retten. Zum Beispiel, wenn ich jetzt den Zug ausgewechselt habe, weil er zu alt war. Ist jetzt nur mein Beispiel. Habe ich den halt ausgewechselt und so weiter. Und dann, ja, war die Linie teilweise kaputt. Es kostet auch viel, viel zu viel. Ich weiß aber gar nicht, ob die Preise für die Schienen hier jetzt günstiger geworden sind. Oder ob die immer noch so teuer sind und die vom ersten Spiel übernommen wurden. Das kann ich jetzt leider nicht sagen. Aber eins, was ich sagen kann, ist, dass das Spiel auch eines der Spiele wird, wo ich mich sehr lange drauf gefreut habe. Und zwar extrem lange. Ich habe jetzt hier mal so eine schöne kleine Bergbahn gebaut. Und bin mal gespannt, wie das jetzt so abläuft mit den... Ach, das ist ja geil. Jetzt kann man auch so bauen. Ach so, ja, ist auch kein Wunder. Kann ich hier irgendwo... Genau, da ist es abpassen. Jetzt bin ich mal gespannt. Oh, boah, sind das Sounds. Genau das habe ich mich jetzt mal gefragt, ob der Krater hier bleibt von den Schienen. Genau, das ist hier immer noch gleich wie sonst. Aber ich habe mich nämlich gerade schon gewundert, warum das jetzt so komisch ist. Gibt es hier eine Garage? Aha, Kollision. Okay. Züge kaufen. Was kann man jetzt kaufen für Züge? Den Zug, der kostet 123.000. 40 Stundenkilometer, kann das schnell fahren. Würde sagen, den kaufen wir erstmal. Mit ein paar Waggons hinten ran und dann... Ah, genau. Das darf ich natürlich nicht vergessen. Ich muss natürlich noch eine Linie machen. Ich bin auch mal gespannt, wie die... Okay, Errungenschaft freigeschaltet. Kann ich hier, genau, die Linie umbenennen. Wie heißt die? Classic? Na, kann ich eigentlich jetzt das machen? Ah, das geht immer noch nicht. Schade. Ich hoffe, die bringen das rein, dass man hier auch mit der Maus... Ach, das geht jetzt. Geil. Weil vorher, wenn man einen kleinen Schreibfehler hatte, musste man... immer... alles wegmachen. Alles. Und das war zum Teil übles. Das war immer zum Teil nervig. Wenn man sowas Langes reingeschrieben hat, das kann man auch da so schön rumswitchen. Perso. Schön. Und jetzt lassen wir einfach mal das Zügchen hier. Wo kann ich das machen? Genau hier. Ist noch alles ein bisschen ungewohnt. Ja, komm schon. Komm, putt. Da kommst du gleich raus. Da kommt unsere Lok. Das ist unsere erste Lok. Unser erster Zug hier auf der Strecke Dingskirchen zu Dingskirchen. Ich muss wirklich sagen, ich bin wirklich gespannt und freue mich schon auf das Spiel. Weil das ist ja gerade noch eine Beta und da gibt es halt noch viele Bugs und so weiter. Ich bin mir aber noch nicht ganz sicher, ob das Hauptspiel schon weiterentwickelt wurde. Weiter als jetzt die Beta hier ist. Weil die wollen durch die Beta auch nochmal Rezensionen von den Leuten und so weiter bekommen.
um noch Sachen zu verbessern und so weiter. Deswegen frage ich mich jetzt gerade, ob das hier schon das einigermaßen fertige Spiel ist oder noch nicht. Aber bis jetzt gefällt es mir eigentlich. Und jetzt muss ich beim Schnitt noch kurz was dazu sagen. Und zwar habe ich erst später herausbekommen, dass man seine eigene Meinung über das Spiel, ob man es gut oder schlecht findet, nicht im Video sagen darf. Deswegen schaue ich mir gerade nochmal das ganze Video an und schneide die ganzen Sachen raus, wo ich gesagt habe, ich finde es gut, ich finde es schlecht. Aber das kann ich ja dann sagen, wenn das Spiel offiziell rauskommt am 8. November. Geht es noch? Nichts warten, aufrüsten. Ah, jetzt hängt es gerade. Merkt man doch schon teilweise, dass es eine Beta. Ach nee, nein, da muss ich was umstellen. Steuerung, Grafik. Ach Mist, das habe ich jetzt nicht gemacht. Und zwar, keine Warnungen. Ach, das ist ja geil, was ist das hier? Fahrzeuge. Okay. Da oben sind Trophäen, glaube ich. Hier unten kann man nochmal die ganzen Sachen anschauen. Die dichte schiffbare Gewässer. Okay. Genau, das habe ich jetzt gar nicht ausgestellt. Ich weiß aber auch nicht, wo es geht. Ich habe nämlich immer bis jetzt die automatische Speicherung deaktiviert, weil ich die eigentlich nicht brauche. So, jetzt ist natürlich die Frage, hier kann ich nur aufrüsten. Ich mache aber einfach mal achtgleisig. Es ist halt wirklich nur die Frage, kann ich das gruppieren? Einladen, geladen. Nee. Ich glaube, das geht nicht mehr. Oder rüberziehen? Nee, früher konnte ich die zwei Sachen gruppieren. Jetzt geht es leider nicht mehr. Schade. Vielleicht kommt es ja noch. Das ist halt noch eine kleinere Beta-Version. Und ich meine sozusagen ein Review davon. Weil ich hatte mir überlegt, genauso wie manche andere, heute die erste Folge rauszubringen. Aber leider hat es ja nicht funktioniert. Moment, da muss ich kurz mal schauen. Classic, glaube ich, oder? Genau. Da mache ich hier Bus. Classic. So, und dann hole ich auch gleich mal eine kleine Bushaltestation. Okay. Und ich konnte es halt nicht. Postkutsche, Pferde. Passagiere, okay. 1, 2, 3, 4. Machen wir mal 5, vielleicht passt es ja irgendwie. So, und dann geht's hier auf die Linie. Classic. Oh, wie süß. Oh, das ist ja putzig. Genau, eine Neuerung gibt's auch noch, die ich gehört habe. Und zwar die Kutschen, das sieht man gerade, die vier fahren dort lang und die hier fährt dort lang, die verteilen sich mit der Zeit auf der ganzen Spur. Ich bin mir nicht sicher, ob die Autos, wenn es Stau gibt, auch überholen und so weiter, aber erster Bus angekommen, okay. Aber die verteilen sich halt auf der ganzen Linie, dass sie nicht so aufeinander stehen. Ach was, der kommt gerade erst an, das dauert aber ewig. Wartet hier schon? Ne, da wartet noch keiner. Okay, hier müssten wir rein mit dem Bus. Gut, dann baue ich da auch mal kurz eine Buslinie. Und falls ich immer mal wieder vom Thema abweiche, wo ich gerade rede, tut es mir leid, denn ich rede gerade und vergesse alles. Das habe ich zurzeit wieder, wenn ich rede und dann über was anderes rede, dass ich das sofort vergesse und dann nicht mehr weiß, worüber ich geredet habe. Ist zwar schade. Dann mache ich hier mal kurz Quartz Boost. Was ist das hier für eine Stadt? Hilfe. Oh, da schreie ich mich die ganze Zeit. Da, Stadt Übles. Die Stadt. Erster Passagier wartet. Ah, oh, wie schön. Unser erster Passagiere. Eine Bushaltestelle. Also eine Depot. Hier eine Sliesen. Und dann eine 1, 2, 3, 4. Und die kommen hier zu Übles heraus.
Nur sichtbare. Ich finde schön, dass man das auch wieder reingemacht hat. Greift an, Pferde. Irgendwie passt es hier nicht. Los, Pferde, greift an. Das sieht noch wieder, drei fahren dort lang und einer fährt dort lang. Ich schaue ich nochmal. Warten hier zufälligerweise gerade Leute? Irgendwie. Ich weiß gar nicht, wird es noch angezeigt. Die laufen da einfach durch. Okay. Ah, da warten schon die ersten. Okay. Wo wohnt er? Aha. Der Mann heißt 43217. Ziel Arbeits... Ah, okay. Das heißt, sein Arbeitsplatz ist dort in der anderen Stadt. Oh, es dauert ja ewig mit dem Dampflöckchen. Erster Passagier. Ja, Dampflöckchen. 0 von 24. Ist okay, dauert noch ein bisschen, dann geht es bald richtig los. Hier wartet noch niemand. Ich frage mich, ob die Kutschen hier irgendwann mal Gewinn machen. Ist wie im Wilden Westen. Ich hoffe, dass mich jetzt niemand in Skype anruft, denn mich hat vorhin jemand in Skype angerufen. Wieder ein paar Mal. Kann ich hier eigentlich... Sehe ich... Ah, okay, jetzt sussig. Okay, das habe ich da leider ins Industriegebiet gebaut, war nicht so klug. Aber eine Sache kann ich machen, und zwar könnte ich jetzt zum Beispiel die hier verbinden. Und somit können die hier eigentlich auch rüberlaufen. Ah, okay, das sieht man also... Jetzt mache ich das kurz... Okay, das sieht man also auch. Wenn da einer wartet. Wollte ich nur kurz wissen, nicht, dass dort schon welche warten und ich sehe das nicht, weil irgendwas nicht aktiviert ist. So. Die hier müsste jetzt... Genau, 7 hat sie schon dabei. Ich frage mich, ob die Passagiere jetzt immer noch aus dem Zug rausspringen, weil in Train Fever war es so, dass nach einer Zeit die Leute im Zug verschwunden sind. Ich habe keine Ahnung, warum. Wahrscheinlich hatten die keine Lust, da mitzufahren. Da sind wirklich nach einer Zeit da drin verschwunden. Und deswegen hoffe ich nicht, dass sie aus dem Zug rausspringen. Aber ich weiß natürlich auch nicht, wann Züge kaufen. Lokomotiven. Ich weiß natürlich nicht, wann die nächsten Züge kommen, in welchem Jahr. Wir sind jetzt 1851. Okay, die Tage vergehen immer noch so schnell. Wie sonst auch, das ist nett. Ja. Ach, da ist gerade das Pferd verschwunden, oder? Hallo? Ah, jetzt machst du wieder ein Autosave. Von jedem Jahr. Ich lasse es einfach mal drin, das finde ich eigentlich schon einigermaßen okay. Wenn es mal so ein Autosave macht. Aber ich würde... Ich weiß ja nicht, die Linie irgendwie umschrauben. Dass sie hier außen rumgeht und dann so nach hinten. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob das so funktioniert, wie ich es vorhabe. Aber ich probiere es einfach mal. Kann ja nicht schlimmer werden, als es schlimm wird. Ah, das hier ist doch voll die Umgewöhnung, hier wieder zu schauen, weil die ganzen Sachen ja wieder irgendwo anders sind. Ich weiß es nicht, ich baue hier einfach auch... Jetzt ist es hier am Bau... Da. Nein. So. Dann baue ich hier auch mal wieder einen kleineren... Eine kleinere Bushaltestelle. So. Lalalalalala. Lalalalala. Genau, da baue ich noch eine und dann baue ich hier hinten noch eine. Weil hier laufen die meisten Leute irgendwie herum. Ach. Ah. Da muss ich jetzt kurz mal was überprüfen. Und zwar... Also das ist jetzt wirklich mal cool. Und zwar 4. Da mache ich nochmal die Stelle hinzufügen. 4. 6. 3, 4, 5, 6. Okay. Also das hier habe ich jetzt auch nicht gewusst. Wenn man... Jetzt mal wieder Play... wenn man die
wie nennt man das nochmal? Puh. Wenn man die, genau, Bushaltestellen umbaut, habe ich gerade gesehen, dann wechselt auch die Strecke. Okay, ich bin jetzt mal gespannt. Gehen da gleich Leute hin? Weil die müssen ja jetzt irgendwann wieder kommen. Wie viel warten hier? Ah, 3 ist aber auch schon mal ein Anfang. So. Grafik ist auch überall nett gemacht. Ich schau mal hier kurz den Schornstein. Nett gemacht. Pferde. Nett gemacht. Alles schön aufgehübscht. Ja. Ah, da kommt schon das Zügchen wieder. 7 von 24. Ich bin jetzt mal gespannt, was jetzt passiert. 32.000. Geht langsam voran. Da kommen die 7. Fahren die jetzt eigentlich mit den Kutschen? Ich glaube schon. Ich sollte aber, glaube ich, so wie es aussieht, noch 1 bis 2 Kütchen da hinzufügen. Auf den Straßen. Jetzt schaue ich mal kurz hier zur anderen Stadt, wie es hier läuft. Ah, die machen natürlich Gewinn. Das heißt, hier knall ich auch nochmal kurz eine drauf. Wo ist es da? Nein. So, Classic. Nicht übrig rüber, sondern Classic. Übles. Wer ist es eigentlich? Öbles. Aber es geht voran. Am liebsten würde ich jetzt wirklich die ganze Nacht durchspielen. Aber es geht leider nicht, weil ich ja vorproduziere. Wir haben gerade Freitag. Und zwar 21.30 Uhr. Leider konnte die Folge nicht um 18 Uhr, wie gesagt, rauskommen. Blöd gelaufen, aber ja, wenn es nicht geht, man nicht weiß warum, dann hätte ich das nur früher ausprobiert. Ich frage mich aber, geht es jetzt eigentlich irgendwie, wenn ich das hier versuche? Krümmeln zu Chris. Aber das hier könnt ihr jetzt theoretisch machen. Genau, das hier könnt ihr jetzt theoretisch machen. Sieht man auch schon den Rauch der Lok. Und eins ist mir gerade auch aufgefallen, und zwar, wenn die den Berg hochfährt, dann raucht die mehr. Ist natürlich auch logisch, weil die dann mehr arbeiten muss, aber 3 von 24. Lala, was sind das hier eigentlich für Anzeigen? Ich schaue euch kurz mal. Schwirzheim. Eine Maschinenfabrik. Das hier braucht ihr alles. Genau. Das Wasser ist auch hübsch gemacht. Wir können natürlich dann auch irgendwann mal nicht nur alles mit Schienen machen, sondern auch mit Schiffen. Wir haben nämlich jetzt auch den Schiffverkehr im Spiel. Da bin ich auch mal gespannt. Und zwar Personen und hier eben Fracht. Das möchte ich auch gerne mal probieren. Gibt es hier irgendwelche Städte am Wasser? Hier. Und hier. Ist es natürlich die Frage, wie ich es machen soll, weil ich will irgendwie die Stadt hier als Hauptverbindungsverkehrsstadt machen. Aber es wird bestimmt wieder nicht passieren oder funktionieren, wie ich es immer vorhabe. Deswegen will ich einfach mal Schwirzheim mit Übles verbinden. Mit Schiffchen. Könnte ich das jetzt eigentlich hier so drehen? Ich probiere es einfach mal. Kann ja nichts passieren. Außer schief gehen. Wie sieht es hier aus? Nett. Ist nett gemacht. Ja, schön. So.
Ich habe auch gerade ein bisschen trockenen Hals. Ich werde gleich mal unbemerkt was trinken. So. Aber wirklich, ich habe mich... kann ich jetzt eigentlich... Wie geht es jetzt? Ah, da braucht man auch so Schiff... Hafending. Ich habe mich wirklich darüber geärgert. Mit dem... Das ist ja geil. So. Bäumstämme. Und das hier ist für Passagiere. Dann kaufe ich am besten mal 2 Stück. Mach eine Linie. Aber wirklich, ich habe mich darüber so geärgert. Vorhin ein paar Stunden. Das sieht man jetzt die Linie. Mit Linie 1. Genau, die nenne ich kurz noch im. Und zwar zu Per Schiff. Das hier bessere ich kurz aus. Kann ich jetzt? Personenschiff von Schwirzheim. Nein. Von Schwirzheim nach... Da muss ich noch mal kurz spickeln. Ich glaube, Übles, genau. Schwirzheim, egal, ich lasse es einfach mal. Und darüber habe ich mich halt vorhin die ganze Zeit ein bisschen geärgert, dass es halt so blöd war, dass ich nicht die erste Folge heute um 18 Uhr rausbringen konnte, wegen diesem Malheur. Hab auch keine Ahnung, was Steam da wieder für Spielränzchen hatte. Ich will es am... Ist noch ein bisschen verbuggt, wenn die Schiffe da... furzen die Schiffe. Und jetzt muss ich beim Schnitt noch kurz was dazu sagen. Und zwar habe ich erst später herausbekommen, dass man keine... dass man seine eigene Meinung über das Spiel, ob man es gut oder schlecht findet, nicht im Video sagen darf. Deswegen schaue ich mir gerade nochmal das ganze Video an und schneide die ganzen Sachen raus, wo ich gesagt habe, ich finde es gut, ich finde es schlecht. Aber das kann ich ja dann sagen, wenn das Spiel offiziell rauskommt am 8. November. Die hier mal... Oh. Die machen bald Plus. Die machen bald Gewinne. So, komm schon, Zügchen. Erstes Schiff angekommen. Hat aber leider, glaube ich, noch keine Passagiere bei sich. So, und die hier. Die Geräusche sind vor allem auch cool. 111, es geht voran. 111.000 haben wir schon mal. Verdient. Ich kann wirklich sagen, es geht voran. Hoffe ich. Genau, diese kleinen Häuschen baue ich jetzt nochmal. La 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 la. Du, 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 du. La 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 la. Die Musik ist auch so schön. Die war auch in den letzten Teilen. In dem letzten Teil so schön. La la la. Du, 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 du. Was? Was ist das hier für eine Stadt? Und zwar Schwirzheim. Nein, nicht Schwirzhoem. Herm. Hoem Herm. Sondern Schwirzheim. Ich weiß gar nicht, muss ich das hier eigentlich auch an der Straße anbinden? Ich mach's einfach aus Prinzip. Was? Was war das für ein Geräusch? Ding Dong! La 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 la
Da kommt mal irgendwann mal hier, Zug. Oh, das dauert noch ewig. Pause. Ach, das hat man auch neu gemacht. Jetzt kann man sich 500.000 leihen statt 100.000. Das ist doch mal ein richtig fettes Angebot. Krümmung zu groß, das nimmt man gleich mal an. 500, 5, wie viel waren es nochmal? Ich hab's vergessen. Ja, ich kann doch auch nichts. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, ich kann doch auch nichts dafür hier. Dass ich vergesse, was ich sag. Ja, ich will auch immer, wie in City Skylines, auf die Leertaste drücken, dass wieder Play weitergeht. Ich weiß nicht, ob es dafür auch eine bestimmte Taste gibt, wo man hier die verschiedenen Geschwindigkeiten machen kann. Bestimmt gibt es das. Flugzeug, muss man... Moment. Ich glaube, hier sieht man auch schon, dass es eine Beta ist. Und zwar kann man Flugzeug noch nicht anklicken. Entweder wird es später noch freigeschaltet, oder aber es ist in der Beta noch nicht zugänglich. Und jetzt ist die Frage, hier ist, wartet auch noch überhaupt kein Passagier. Ich mache einfach mal hier noch so eine kleinere Linie hin und hoffe, dass da auch Leute ankommen. Sicher bin ich mir nicht, aber... So, Bus. Wie heißt das Städtchen hier nochmal? Übles. Übles. Ich mache einfach mal zwei. So, Busdepot haben wir hier schon mal. 1, 2 mache ich dort einfach mal. Und dort Übles 2. So. Ich folge einfach mal hier dem Straßenrennpferd. Wie schnell es nur reitet. Unglaubliche Geschwindigkeiten. Ich glaube, es ist sogar schneller als der Schall. Man sieht auch schon auf dem, bei dem Kutscher oben, der verliert auch so langsam die Geduld. Ich glaube, das sitzt da schon so lange oben, dass er mit sich selber spricht. Der Arme. Naja. So. Genau, jetzt fahren die hier lang. Zu dem Hafen. Ah, die fahren beide die verschiedenen Linien. Oder auch nicht. Wartet hier schon jemand? Wahrscheinlich dauert das viel zu. 96 ist doch eigentlich einigermaßen okay. Egal, ich lasse es einfach mal. 72.000 minus. Aber es wartet schon jemand. Einer wenigstens. Zwei. Da kommen sie jetzt schon langsam angefahren. Immerhin. Jetzt kommt das Löckchen wieder zurück. Das Geschäft boomt. 29 Passagiere. Jetzt probiere ich mal was aus. Und zwar die Aufrüstung auf 2 Gleise. Oh. Aufrüsten. 2 Gleise. Ah, anwenden. Okay, es wartet zwar niemand mehr, aber wir haben 2 Gleise. Das finde ich ja mal extrem cool gemacht. Dass man das jetzt machen kann, aufwerten, aufrüsten, dass man hier sagen kann, ich möchte mal einen längeren Bahnhof. Ich möchte 8 Gleise statt 1 Gleis, dass man nicht den Bahnhof abreißen muss und die gesamte Stadt hier und die ganzen Linien wieder umlegen muss. Sondern dass man einfach sagen kann, ich will das, mach mir das und dann macht es das. Ah, da warten jetzt natürlich auch keine mehr. Das ist natürlich blöd. Ist natürlich in der Anfangszeit blöd, wenn man das macht. 7.000 ist okay. Die Anhaltegeräusche sind auch cool. Ich glaube, es fährt... Genau, es fährt niemand mit. Schade.
die machen noch Verlust hier drüben. Aber so langsam kommt hier, füge mir noch ein paar hinzu, dass es nicht so lang dauert, aber so langsam kommt hier auch, was ist das hier? Ich glaube, Klesig. Nein. Schwirzheim. Das ist Schmalzheim hier. Hier, Schmilzheim. Na, komm. Wenden die jetzt? Ja, die wenden zum Glück. Ha, gerade eben noch nach Schmirzheim umgelenkt. So, ich schau kurz mal, wo die ein Ding. Einer, beide haben einen, okay. Das ist doch mal toll, dass beide einen haben. La 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 la. Ich mach dann auch gleich wieder. Gleich ist das Völkchen auch vorbei. Aber es werden noch weitere Folgen von der Beta-Version und danach, am 8. beginnt dann das Haupt-Let's Play hier auf meinem Kanal. Da freue ich mich auch schon sehr drauf, wie es wird. Aber jetzt, also der erste Einblick hier in Transport Fever, gibt mir doch gute Anzeichen, dass es wirklich ein bemerkenswert und ich muss auch nochmal schauen, wann die nächsten Zügchen rauskommen, wann die nächsten Lokomotiven und so weiter rauskommen. Ich schaue mir jetzt aber nochmal kurz die Sachen an. Genau, da waren wir auch schon mal. Hier die ganzen Bäume wieder. Flugzeug gibt es noch nicht, aber hier. Zum Beispiel Frachthafen oder Personenhafen. Großer Bus-Tram, Bahnhof. Ah ne, was? Bus- und Drama-Bahnhof, ja, doch. Okay. Das finde ich natürlich jetzt auch cool. Es gibt zum Beispiel diesen durchgängigen Bahnhof oder aber einen, wie nennt man den nochmal? Kopfbahnhof, genau. Und zwar, da fährt der Zug rein, kann aber nicht mehr weiterfahren. Das finde ich auch extrem gut. Für Städte, wo man halt will, dass da Endstation ist, zum Beispiel die Städte hier außen, Endstation, dann fährt der Zug halt wieder zurück. Das ist natürlich auch toll. Da muss man nicht immer so einen durchgängigen Bahnhof hinbauen. Das sieht ja auch nicht schön aus. Noch 11.000. Ah, das Geld geht doch schnell weg. 12.000. Ich weiß nicht, ob die Schiffe sich da drüben lohnen. Hä? Ich glaube das Konzept noch nicht ganz verstanden. Wir machen Minus, wenn wir Passagiere anbringen. Das ist mir auch neu. Wie viel warten hier? 6 Leute. Ich würde ja mal sagen, der hier kommt auf der Stelle in den rein ins Häuschen. Den verkaufe ich gleich mal wieder. Da macht man nicht so viel Verlust auf der Linie hier. Weil es dauert wirklich extrem lang, bis sie drüben sind. Und zwei von den Schiffen verkrafte ich einfach nicht. Wenn die schnell wären, alle schön gut. Aber wenn die so langsam sind, dann lieber doch für den Anfang ein Schiff. Ich weiß auch gar nicht, ob das sein kann, dass sie dann hier irgendwann auffahren. Auf Land, ich glaube eher nicht, aber man kann ja nie wissen. So, und jetzt beschleunigt er wieder auf 52 Stunden-Kmh. Boah, diese alten Maschinen von 1850 waren schon richtige Dampfschleuder-Maschinen. Aber wie detailliert das Schiff ist, Richie. Die Fahne, wie sie da hinten im Wind flattert. Das ist wirklich schön gemacht. Schön detailreich, wie der erste Teil, das ist schön. Aber eine Sache finde ich auch komisch, und zwar hier. Mit dem Rad, da sieht man jetzt, dass das Rad da ist, aber so sieht man nicht, dass es da ist. Man müsste eigentlich das Rad jetzt sehen, wenn es unter Wasser ist. Ist noch ein kleiner Bug in der Beta, aber dürfte auch vielleicht irgendwann verschwinden. So, die hier machen noch Verlust. Deswegen schicke ich auch mal kurz einen ins Depot rein und verkaufe den.
Obwohl der 50 fährt, kommt es mir vor, als ob der 10 fahren würde. Das dauert ja ewig. Ach, okay. So, und verkaufen. Ciao. La 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 la. Genau, das sind die Linien. Informationen. Von was gibt es hier Ah, das hat man auch neu gemacht. Straßenfahrzeug 13. Bus Schwürzheim. Ich weiß es nicht ganz genau, wie ich das deuten soll, aber verkaufen. Ich glaube, mit der Linie machen wir doch Busschwür. 2 von 4, 0 von. Hä? Ich habe keine Ahnung. Schnell weiter. Da sind auch nochmal die Linien aufgeführt. Hier gibt es Depots. Industrien. Das bedeutet, es gibt so viele. Kann ich das auch wegmachen? Ah, okay. Das heißt, so viele Industrien sind aktuell hier auf der Karte. Genau. Und Städte. Hier werden die ganzen Städte aufgezählt. Bevölkerung. Einkaufsmöglichkeiten, Arbeitsplätze. Finde ich schön gemacht. Design hat man hier mal geändert. Davor war ja alles hier in dieser Leiste. War teilweise schön, aber größtenteils nicht so praktisch. Ich schaue mal noch kurz hier. Hier müsste ja, glaube ich, das. So, und ab hier ist mir das Spiel zweimal in die Leiste runtergerutscht. Deswegen spreche ich gerade nochmal nach dem Video, also im Schnitt gerade nach. Ja, ich darf keine Rezension sagen, habe ich vorhin schon mal gesagt. Irgendwann im Video, ich glaube, ich habe es einmal aufgenommen und zweimal reingeschnitten bei den langen Pausen, wo ich da gemacht habe. Und deswegen würde ich sagen, wir sehen uns wieder in der zweiten Folge von Transportfieber. Ich bin mal gespannt, was wir da so alles bauen werden. Tschüss!